Hallo liebe Leute, willkommen bei MLS22 auf der XXL Farm. So, irgendwo bleibt unsere Stroh einfach auf dem Geist stehen, weil ich kann nichts machen. Ich kann keine Tiere, kein Stroh irgendwo gucken, wo die Stroh gelagert ist. Wo im Lager, aber welcher Lager? Ne? Oder ist es wirkte Ding, aber einer das sind Lagerbestände. Das ist sicher nicht vor dem Ding, weil da würde ich. Weil da haben wir noch 500. Bin 5. Wir würden noch eigentlich circa um die 700, 800 Liter Stroh irgendwo noch fehlen. Irgendwo. Irgendwo. Aber noch wo? Ich glaube, ich muss immer das Stream selber mal auf Singleplayer starten. Ich weiß noch nicht, wie wir jetzt da vorankommen würden, tun, machen. Sache machen, Sache rein. So, jetzt hier rüber. Ich will mal kurz gucken, wo oder wie viel haben wir jetzt noch Stroh, weil irgendwo fällt uns Stroh. Weil auf so vom Großlager haben wir nicht viel, dann auf unser Multifruit Silo haben wir auch nicht viel. Wir können entweder nur an den Ding Fehler sein bei der Mischstation, dass sie irgendwas ein bisschen was anzeigt. Aber dem fehlen würden auch wieder 200-300.000 fehlen dazu. Weil ich mache jetzt immer alle Felder pflügen, also oder grubbern besser gesagt, alle Felder grubbern und dann nochmal drüber sehen. Ich kann zwar mit der Drecksaat drüber fahren, ja, aber ich es tut mir nicht, wenn ich zweimal fahre oder so. Ja, Leute. Weil wenn ich hier zum Beispiel das Feld 39 oder 38 holen würde. Ich würde auf die dumme Idee kommen, die runter zu pflügen und dann da ein normales Feld rauszumachen. Obwohl, dass wir schon genug tun haben. Ne? Weil die Biogas haben wir an Gülle oder Gärreste. Haben wir 680.000. Ne? Wir kriegen jetzt die Gärreste nie weg, wenn wir jetzt langsam mit der Gärreste nicht zusammenarbeiten. Weil kippert nirgends Platz, weil das sind alle schon voll, weil aber Düngung, also Kalkstreu, also der Kalkstreu bleiben. Aber gucken wir mal schnell an. Der hat jetzt glaube ich nur 200-300.000, glaube ich, an Stroh. Stroh. 2000.
statt den anderen. Oder ihr habt den 1 übersehen, kann auch sein. Weil jetzt müssen wir dringend vorwärts kommen. Sechstausend, irgendwo fällt uns Strom. Oh. Außer es ist bei der Schweinehof, wo ich damals gespielt habe. Keine Ahnung. Fällt irgendwo noch Strom. Irgendwo fällt. So, jetzt würde ich sagen, es könnten wir. Warte mal, gibt ein Dinger-Mission gerade? Wir brauchen zwar keine Mission, aber Dinger. So, 124. Die Handel im 9 Gras. 9 Gras. Nein, Olivenöl habe ich eh keins. Butter könnten wir aber für 24,6 unten. Ah, Zuckerrüben. Da kommen die Zuckerfabrik. Ja, es gibt noch einen Zucker. Kommt da zu mir. Das wäre eigentlich ein. Aber das ist der Standard. Das ist auch Standard. Also einen werde ich den machen. Eine Zuckerfabrik gibt es, ja glaube ich mal. Die Zuckerfabrik gehört mir. Komm mir. Innerei. Tankstelle. Der Pierlander. Warte mal, wie viel kostet mir? Welches Feld wäre das? Feld 51. Feld 50 müsste irgendwo was 50. 51. Hier. Ja, jeder. Nee, nicht so, sondern so machen. 51. Ja, eigentlich voll Hammers Teil. Voll Hammer. Nur, warte mal. Ihr kostet mir alles 4,7. Wenn ich jetzt meinen eigenen Maschinenwirt ausleihen. Und natürlich würde ich den nehmen als Abfahrer. Kann sein, dass ich Rüben, warte mal, wenn ich Rüben unternehme, der kostet mir 19, ist zwar übelst teurer, aber an Geld kriege ich schon sehr, sehr viel. Und wenn ich den, weil ich hätte lieber Wander. So wie ein Riss mit GPS, sowas für den Standard, dann würde ich den nehmen. 27 plus Kartoffelzucker. Den würde ich kaufen.
hätte ich die gekauft. Damit Arbeitsbreite, das würden wir vollkommen reich, Leute. Und den würden wir irgendwann sowas holen. Und wir geben zwar mehr Geld aus, ja, dafür haben wir was Längeres. Nur den brauchen wir zusätzlich. Den hier. Aber den können wir den am 724er hinten ankuppeln. Und dann immer mitnehmen. Dann müssen wir nicht immer jedes Mal dran denken. Dann müssen wir nur ab und ankuppeln an den Rübenernter. Jetzt gesagt. Weil, ich glaube, Feld 51 voll gesät. Voll gedüngt, meine ich. Ja, eben. Eine theoretisch wird hier so gemacht. Den beiden genommen, plus den Yugi, Automaschine. Wie von der Wüste kostet den anderen? Den Ernte den anderen. Ja, der kostet die Hälfte weniger. Nur der kann 75.000 laden. Und mit dem vom Yugi seins ja gerade direkt 100, glaube ich. Wo ist er? Oh, GPS. Ein direkt 100.000, eben. Wir sind da zwar länger am Abladen, ja, aber dafür haben wir was Schönes und schön breit, ne? Aber den haben wir jetzt 1251 direkt. Direkt schon dran. Und wir sind, wir können das hier schnell da hoch rennen. Weil wir lassen es auch, warte mal, wir kriegen fast 100 und für knapp 30, 70.000, sagen wir mal so 70.000, verlieren wir an Geld, das ist ja nicht schlimm, sage ich. Guck mal, wir wissen ja, wir haben schon wieder 306.000. Das ist Pferdehof, oder Pferdekuppel, oder Pferdehof, einfach her, Pferdehof. Ja, ist so. Voll Lager. Oh, das Feld wäre ein Traum zu abhören. Soll ich nicht sagen, aber es wäre echt ein Traum, warte mal. Aber ich müsste hier hinten loslegen mit, oder hier unten. Ja, ich werde hier unten den hochziehen. Und dann direkt GPS-Karte los einstellen. Da würde ich einmal, zweimal aus rumfahren und da wäre das Ding gehen, Leute. Vollgas loslegen. Ja, ich würde sagen, wir nehmen den Job an, auch wenn wir zwar mehr Geld ausgeben, aber dafür haben wir dann Sachen. Wir kriegen eh meistens immer so 98, 99, darum, also immer mehr Geld raus, als wir reinstecken. Also für die Vertrag annehmen. So, wir nehmen jetzt den Vertrag an. Dann seht ihr dann den. Nein. Sorry. Dann nehmen wir den hier. GPS. Hochkapazität, weil. Den Klein brauchen wir nicht. Den ausleihen. Dann würde ich so grüben
Kaufen, würde ich den kaufen. Und Eisen. Den auch kaufen. So, sich dir. So. Schwierig. Nehme ich den Biet mit. Aber Geld, der geht zu uns hoch. Ja, der kommt zu uns hoch. Zu meinen Produktion. Wir haben eine Mission. Müssen wir noch lang nach hinten fahren. Leiderweise. Es geht schon, es geht schon, es geht schon. Also sobald wir jetzt den Feld fertig haben, vor allem das geht so schnell, dass das Ding so schnell voll ist. Niemand uns noch gerne ab und zu mal drüben, aber jetzt hier hat will Rüben machen. Bin zwar erstmal Geld, ja, aber zweitens auch sehr, sehr, sehr viel zu tun. Aber ich finde es gut, dass auch Rüben jetzt zu meiner Produktion kommen. Aber ich bin auch mal gespannt, ob ich Blues-Geld noch mache. Alter Schwede, das war. Die Wege sind teilweise einfach ein bisschen zu lang, Leute. Zu lang. Ich würde sagen, ja, ich werde jetzt für die tote Strecke Fan 1000 nehmen. Nö. Ich könnte jetzt zum Beispiel auch die Kramp an Auto rankuppeln, aber das würde mir auch nichts bringen. Aber warte mal, kann man Gerät verkaufen? Ich habe gedacht, nein. Gereste, gute Gereste. Das können wir aber billig. Bringt uns gar nichts. Bringt uns gar nichts. Bringt uns genau nichts. So. Wir lassen das Ding mal. Mal hier sehen, weil da brauche ich
Da den Auslauf. Aber wir fahren ein bisschen nach vorne. Du bist kalt gemacht. So, meine Lieben, ich verabschiede mich und bis zum nächsten Mal. Tschüss.